hast. Wie bist du zum Zeichnen, zum Malen gekommen? Kannst du dich noch erinnern? Also es hat im Kindergarten angefangen, wo ich mit Tusche und Buntstiften einfach losgelegt habe und einfach drauf losgemalt habe. Und es hat sich dann nach und nach immer weiterentwickelt und so bin ich jetzt hier. Was passiert, wenn du zeichnest, wenn du malst? Also ich bin sozusagen in meiner eigenen Welt und die Musik, die ich dann dabei höre, die inspiriert mich und ich schließe sozusagen die Außenwelt aus und bin total in meinem Element. Und gibt es Inspiration? Gibt es irgendjemand, der dich inspiriert hat? Also als erstes war es mein Vater, der hat auch sehr viel gemalt. Und dann habe ich immer weiter so seine Bilder nachgemalt und dann einfach selber ausprobiert. Und irgendwann habe ich dann auch die Bilder von Künstlern gesehen und das hat mich auch sehr inspiriert. Und mit welchen Materialien arbeitest du am liebsten? Am liebsten zeichne ich eigentlich Skizzen und dann danach kommt so Ölfarben und Acrylfarben. Und wenn du eine Reise machen würdest, gibt es irgendeine Stadt, die dich inspiriert, wo du total gerne mal hin möchtest? Ja, ich würde dann nach Paris gehen, weil da ist auch die Louvre und da würde ich dann auch die Bilder anschauen und vielleicht sogar nachmalen. Dann vielen Dank für das Interview. Gerne.